Zu jedem neuen The Sims 4 Pack gibt es einen Ankündigungstrailer, der einem den Inhalt des Packs schmackhaft machen soll. So auch natürlich zu Strangerville. Da der Trailer aber oft einiges beschönigt und die Realität etwas verbiegt, möchte ich euch in diesem Video eine ehrliche Version von diesem zeigen. Willkommen in Strangerville! Die Zeit, die wir beim Brainstorming-Prozess für den Pack-Titel eingespart haben, wird jetzt wieder vom Trailer eingeholt, welcher mal ganz anders anfängt als sonst. Wer beim Namen des Packs noch nicht verstanden hat, um was es in diesem Gameplay-Pack geht, weiß es spätestens jetzt. Ein weiterer Nebeneffekt von der Besessenheit im Pack scheint zu sein, dass die Kinder verschwinden, die in der infizierten Szene plötzlich nicht mehr da sind. Natürlich werden wir auch hier mit haufenweise extra für den Trailer angefertigten Animationen zugebombt, der muss ja schließlich auch perfekt aussehen. Ihr habt doch nicht etwa gedacht, dass die Wohnwagen in der Welt wirklich interagierbar sind? Euch reicht doch bestimmt das wohnwagenähnliche Haus, welches, wenn man seine trüben Augen zusammenkneift, ein bisschen so aussieht wie ein echter Wohnwagen. Es gibt das neue Geheimnis von Strangerville bestreben, welches einen mehr als nur an die Hand nimmt und euch quasi vor die Füße wirft, wie ihr das Gameplay spielen müsst. Jetzt sprechen wir mal mit den Einwohnern, die wohl mit Abstand die lustigsten Animationen haben. Hier können wir aber mal glücklich sein, dass die Entwickler zu den Soldaten im Spiel auch wirklich eine passende Militärkarriere hinzugefügt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir ignorieren jetzt einfach mal den Fakt, dass sich die Sims hier überhaupt nicht in die Augen schauen und machen uns lieber darüber lustig, dass dieses Geheimlabor im Krater wahrscheinlich 50 mal kleiner ist als Windenburg, obwohl ich das komplette Gegenteil davon sage. Klickt einfach nur einen der mehr als nur offensichtlichen Hinweise an und sammelt diese. Natürlich kommen im eigentlichen Spiel keine gruseligen Geräusche von irgendwoher. Für den Trailer macht sich das aber echt gut. Als Spieler soll man in diesen Szenen an coole Geheimagenten denken, aber eigentlich ist das Gameplay hier ein wenig einfacher und unspannender als es aussieht. Wie hieß die Welt eigentlich nochmal? Wir können froh sein, dass die Entwickler den Namen nicht mit einer sehr bekannten Welt aus The Sims 2 verwechselt haben. So ähnlich wie es bei einem der Basisspiel-Trailer in 2014 passiert ist. Jetzt am Ende des Trailers angekommen, bin ich zufrieden, dass die Entwickler den Bosskampf am Ende nicht schon im Trailer gespoilert haben. So haben wir noch ein bisschen was zu erkunden. Eigentlich wollte ich gerade noch ansprechen, dass laut Gerüchten dieses Gameplay-Pack die kürzeste Entwicklungszeit von allen hinter sich hat. Die entspannende, freundliche Trailer-Stimme hat mir aber gesagt, dass ich das nicht tun soll. Das war's mit der ehrlichen Version von Strangerville. Wie findet ihr dieses Pack? Seid ihr von der kleinen Story, die sich die Entwickler hier überlegt haben, angetan? Oder habt ihr dieses Pack schon wieder vergessen? Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei, wenn ihr zusätzlich noch auf viele verschiedene andere Packs sparen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.